Hallo ihr Lieben, es ist soweit. Der 1. Dezember ist da und ich darf die ersten zwei Kläppchen öffnen. Einmal vom Cats and Apple Trees Adventskalender und dann vom Kulurika Adventskalender. Schaut mal, wie liebevoll der eingepackt ist. Was ich nur lustig finde, klar, die machen das natürlich, weil sie dann der Reihe nach einsammeln, aber die sind halt jetzt auch der Reihe nach sortiert. Und wie ist das bei euch? Mögt ihr auch lieber morgens suchen, so wie ich, oder findet ihr das, also macht es wie meine Mama, der ich den extra durcheinander bringe und das Erste, was sie tut, ist ihn zu sortieren, weil sie es hasst zu suchen. Also, wie seid ihr gestrickt? Suchen oder sortieren? Ich bin gespannt. So, wir haben also die Nummer 1 von Kulurika und die Nummer 1, auch hier, ich liebe es zu suchen, 24, aber die Zahlen sind ja sehr versteckt, 2, 1. Jetzt möchte ich, es ist ja tatsächlich mein erster Adventskalender von Cats and Apple Trees, den ich öffne. Also es ist mein dritter, den ich besitze, aber der erste, den ich öffne. Ach ja, wer meine älteren Videos kennt, der kennt die Geschichte dazu. Und jetzt versuche ich mal gerade, ihn so zu öffnen, dass ich ihn möglichst wenig beschädige. Jetzt muss ich nur mal gerade einmal verstehen, wie das System ist. Okay, so, und hinter Türchen 1 verbirgt sich ein orangener Stempel. Ich gucke mal gerade, was ich dahinter sehe. Dahinter sehe ich eine Katze mit Hey. Und hier drauf ist die gleiche Katze. Okay, das war nämlich jetzt, was ich nicht so sicher wusste. Ich glaube, ich kann euch jetzt mal tiefer nehmen. Dann kann ich nämlich gucken, was ihr seht. So, genau. Und das ist jetzt auch der Stempel. Okay, und ich gucke jetzt mal, ob ich das kombiniere mit der 1 von Kulurika. Da schauen wir auch mal rein. Ihr seht, ich öffne das ganz vorsichtig, weil das kann man ja wiederverwenden. Und dort haben wir eine Stanze fest. Fußfest. Sehr schön. Und hier sieht man dann auch, wie es ausgestanzt aussieht. Das kann man doch sehr gut kombinieren, wie ich finde. Ich überlege gerade, ob ich das glitzerig ausstanze. Und was ich damit mache. Das sind zwei Pappscheiben. Die könnte man ja schon fast direkt mitbenutzen. Ihr seht, ich überlege gerade noch. Ich glaube, ich hole jetzt erstmal glitzeriges Papier. Ich glaube, ich habe Lust auf Glitzer. Und zwar habe ich hier so ein Papier, ein goldenes, wie ihr seht. Und das ist tatsächlich ein Sticker. Habe ich das noch nie ausprobiert, ob ich das stanzen und dann als Sticker nutzen kann. Das wäre natürlich mega genial. Das probieren wir jetzt einfach aus, denn ihr kennt meine Devise. Versuch macht klug. Und wenn dann das reißt, weil das eine sehr dünne Folie ist, ja, dann machen wir es halt auch anders. Das heißt, ich würde das jetzt einmal fixieren, einmal durch die Maschine kurbeln. Und dann habe ich mir tatsächlich überlegt, wir machen das. Und ich habe mir überlegt, wir machen ein Geschenkanhänger. Ach, guck mal, man könnte daraus auch ein kleines Kärtchen machen. Aber das wäre die ein lang Mini-Format eigentlich auch nicht schlecht, ne? Jetzt muss ich nur mal gerade gucken. Dann sollte ich das vorfalzen. Ich habe nur momentan ist das absolute Chaos in meinem Bastelreich ausgebrochen. Na komm, dann machen wir die schön herkömmliche Art. Wir nehmen einfach, jetzt improvisieren wir richtig. Komm. Also, und zwar ist das eine Breite von 12 cm. Das heißt, bei 6 cm ist die Mitte. Sprich, dort machen wir mal gerade drei Markierungen. Dann, ihr seht, ich arbeite einfach mit Lineal und ich habe jetzt mir sogar einen Scharschlägspieß genommen. Ihr könnt auch eine geschlossene Schere nehmen, was auch immer ihr nehmen wollt, um jetzt diese Falzlinie einmal vorzufalzen. Und dann könnt ihr das knicken und dann habt ihr euer
quasi im Mini-DIN-Langformat. Und wenn ihr jetzt das gleiche Problem habt wie ich, dass es nicht ganz sauber ist, dann kann man den Rest dann tatsächlich mit der Schneidemaschine korrigieren. Was hatten wir gelernt? Direkt am Plastik, ne? Ja, das habe ich mir gedacht, dass das zu stramm ist für die Schneidemaschine. Da machen wir es einzeln. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt habe ich es noch kürzer gemacht, das DIN-Langformat. Aber ich habe gut geschnitten, immerhin. Und da werden wir jetzt gucken, wie wir das miteinander kombinieren. Die Katze kann das halten, die kann dran hängen, die kann das auf ihrem Buckel haben, die kann das mit Buckel und Pfote halten. Das finde ich jetzt gerade am süßesten. Und die eine kann, das machen wir. Also, ich kurbel das einmal aus und dann geht's weiter. Und zwar benötigt man für diese Stanzen eine Stanzmaschine. Ich nenne sie immer Kurbelmaschine, weil das ist das, was man tut. Man kurbelt. Mein Kater regt sich gerade auf. Ich nehme an, dass da vorne ein Vogel ist. Muss mal einmal gerade, ich bin neugierig. Was haben wir denn für einen Vogelkater? Ich sehe wieder nichts. Der Kater sieht wieder Dinge, die ich nicht sehe. So, einmal das vorsichtig ab. Das hat funktioniert. Jetzt frage ich mich gerade, sind die eigentlich verbunden oder sind das einzelne Buchstaben? Hört ihr den Kater? Ja, das habe ich mir gedacht, dass das mit der Folie ein bisschen knäpplig sein könnte. Jetzt überlege ich gerade, ob ich drumherum die Folie abziehe. Und im Worst Case, was heißt Worst Case, aber dann, warte mal, ich versuche mal. Ja, es ist auch so rum schlecht. Ja, und es sind einzelne Buchstaben. Dann möchte ich das anders machen. Dann habe ich eine andere Idee. Haha. Lalalala. Weil das ist mir zu friemlich, dafür habe ich jetzt leider keine Zeit. Darum geht es. Ah komm, dann nehmen wir ein knallrotes frohes Fest. Können ja mal gerade gucken, ob ich... War das hier verplant gewesen? Das ist noch von meinem Action-Block. Komm, dann machen wir es so. Ach so, sind ja trotzdem einzelne Buchstaben, ne? Ja, aber ich habe da eine Idee gehabt. Probier das aus und ihr seht dann gleich, was meine Idee ist. Mal gerade einmal nur gerade setzen. Das ist in dem Fall für diese Idee jetzt tatsächlich wichtig. Und ich kurbel nochmal. Gerade. Jetzt bin ich gespannt. Und jetzt mache ich es nämlich umgekehrt. Oh, klappt das überhaupt? Oh, das werden wir jetzt sehen. Ja, es klappt. Ha, sogar ganz fantastisch. Also, die Buchstaben stecken hier noch drin. Aber ich wollte tatsächlich diese Fläche haben. Und das unterlegen wir jetzt Gold. Wir will uns das verbieten. Ich ignoriere, dass das ein Klebedingens ist, klebt. Ich unterlege das einfach Gold. Und ich mache noch etwas. Ich schneide das hier klein. Und zwar ungefähr so, dass ich oben und unten den gleichen Rand habe. Ein bisschen schief ist es schon, aber schief ist das neue Gerade.
Das kommt da drauf. Kann man fast noch ein bisschen kleiner schneiden. Dann habe ich nicht so Schwierigkeiten mit dem Rand. Und nicht, dass ihr glaubt, ich würde sowas verschwenden. Denn das kann man ja als Verzierung, gerade weil es klebt, auch noch dann innen reinbringen. Vielleicht sollte ich erst stempeln. So. Sieht aber ein bisschen schief aus. Schief ist das neue Gerade. Und jetzt kriege ich langsam Schwierigkeiten, das mit der Katze zu machen, weil das Kärtchen schon sehr klein ist. Und wir haben gesagt, die Katze steht und hält das. Also stempeln wir zuerst die Katze. Da ich die Katze nicht kenne, mache ich gerne einen Probeabdruck. Ich habe übrigens ganz viele Weihnachtssachen aussortiert. Oh, toll. Wow. Süß, oder? So, jetzt können wir die eigentlich gerade draufsetzen. Dann geben wir ihr einen Untergrund, auf der sie steht. Und dann hält sie das Schild. Lass mich das erst festkleben. Das kann ich ja eigentlich ignorieren. Und dann hier die Folie abziehen. Wie praktisch, oder? Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das praktisch ist. Ich probiere es einfach mal. Und das hält sie jetzt. Ein bisschen schief. Finde ich jetzt auch wichtig. Also mache ich jetzt extra. Sonst hätte ich ja auch noch irgendwie die Pfote verlängern können. Aber genau das finde ich den Pfiff. Ach, wie süß. Oh, ihr seht gar nicht, wie schön gülden das ist. Ja doch, wenn ich so ein bisschen bewege. Ja, das ist mein Gärtchen für heute aus meinen beiden Adventskalendern. Ich habe ganz viel aussortiert. Ich habe am Montag meinen letzten Workshop. Ich hoffe, dass ich dann ganz viel einstellen und dann auch versenden kann. Auch jetzt die Leute, die sich gemeldet haben von den Verlosungen, es haben sich noch nicht alle gemeldet. Ich habe noch niemandem geantwortet, der sich gemeldet hat. Ich habe die gelesen, ich antworte auch noch. Es ist gerade nur, naja, ihr wisst ja, Chaoszeit. Und wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, ich gelobe, dass ich die rechtzeitig versende. Also wer ein Buch von mir anfordern möchte, gibt es für 9 Euro bei mir zu kaufen. Ich habe noch reichlich. Und ich würde mich freuen, wenn ich davon auch noch reichlich loswerden würde. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen 1. Dezember und sage bis morgen. Tschüss. Upsi, das ist mir komplett durchgegangen. Ich wollte euch ja noch was zur Challenge sagen. Ich hatte auch irgendeine Idee, die fällt mir gerade nicht ein. Aber ich drehe ja morgen das nächste Video. Ich hoffe, ich denke dran. Dann dran. Ansonsten bitte nochmal Kommentar. Danke. Wie ich es richtig in Erinnerung hatte, möchte Anke das Papier nicht gewinnen und deswegen wird es neu verlost. Es handelt sich um das Action, ich nenne es immer Kilopapier, es glaube ich heißt Fancy Paper. Findet ihr auch, glaube ich, unter genau diesem Namen als YouTube-Video, wenn ihr wissen wollt, was das Papierpaket beinhaltet. Gewinnen können alle die, die unter diesem Video kommentieren. Auslosung ist so um den 15. Dezember drumherum. Bei diesem Kommentar geht es um die Schafkarte, die ich gemacht habe. Und wie ihr gesehen habt, habe ich teilweise die Körperteile selbst ausgeschnitten. Das mache ich bei den Füßen immer. Und ich habe auch schon Schafe mit Oval- und Kreisstanzern gemacht. Ihr könnt das auch komplett ausschneiden. Ihr braucht überhaupt keinen Stanzer. Also das muss ja auch überhaupt nicht perfekt sein. So ein Tier ist ja auch nicht perfekt. Das ist ja das Großartige am Kreativsein. Schaut mal gerne nochmal unter Schafkartenqueen, dann dürftet ihr auch die andere Schafkarte finden.
Ja, ich habe in meiner Videobeschreibung einen Link und ich habe gemeldet bekommen von der einen oder anderen, dass er nicht funktioniert. Andere haben sich aber Dinge ausgesucht und diese Wünsche mir per Mail geschickt. Von daher mein Tipp, probiert es mal aus, den Link zu kopieren und in einem Browser eurer Wahl, Google, Firefox, Opera, was auch immer ihr besitzt, ihn dort hinzukopieren und aufzurufen. Und dann kommen erst lauter Namensordner und darunter, also das sind die Warenkörbe derjenigen, die sich schon etwas ausgesucht haben. Da braucht ihr gar nicht reinschauen, denn die Sachen sind reserviert, quasi verkauft. Und ansonsten könnt ihr dann weiter runterblättern. Dann fängt das dann irgendwann mit 00, fragt mich nicht an. Also eine Nummerierung. Der Preis steht entweder bei der Datei dabei oder bei den älteren Sachen ist es im Foto zu erkennen. Da müsst ihr das Foto einmal aufrufen. Und ihr schickt mir eine E-Mail mit welche Nummern ihr haben möchtet. Also bitte wirklich den Dateinamen mir zusenden. Und dann packe ich das in euren Warenkorb, lege also euren Namensordner für euch an und dann sprechen wir über Versand. Je nachdem, ob ihr versicherten Versand wünscht oder Prio-Versand, auch je nachdem, was ihr euch aussucht und wie viel. Mein Wunsch ist es, damit es sich für mich lohnt, dass ihr euch entweder für 15 Euro Sachen aussucht oder mindestens 15 Teile, weil ich habe sehr viele 10 Cent Artikel dabei. Wenn da jetzt sich jemand nur 3 Sachen aussucht, dann habe ich da so viel Arbeit, das ergibt wenig Sinn. Deswegen 15 Euro oder 15 Teile. Und ich bin gerade guter Dinge, dass ich in der nächsten Woche, wenn der letzte Workshop abgeschlossen ist, dann auch wirklich alle Sachen raussuchen kann und ja, versenden kann. Und das würde mich sehr freuen. Dann habt ihr was Schönes für die Weihnachtszeit und ich ein bisschen leere Schränke. In diesem Sinne sage ich mal bis morgen. Tschüss.